Meinst du mich? wenn man Dash Ultra beherrscht, mit Sicherheit, weil man damit so gut wie jeden Feuerball punchen kann, aber auch das, doch das, aus kürzerer Distanz geht das auch ohne Dash, aber da braucht man natürlich schnellere Reaktionen. Grundsätzlich denke ich mir aber, Ultra 2 ist universell sowieso in jedem Matchup, auch wenn der andere natürlich mehr Schaden macht. Ja, er ist definitiv gut, ja. Wir haben hier heute auch echt viele Leute, die Demolant überraschend viele Probleme machen, und es sind alles Patch-Spieler. nichts gegen Patch-Spieler, aber einfach paradox, wenn man sich die letzten Turniere so anguckt. Soll keine Entschuldigung sein, aber Demolant ist heute nicht der fitteste und klagt schon den ganzen Tag über diverse körperliche Beschwerden und versucht mit allen Mitteln dagegen anzukämpfen, in jeglicher Form. Und das erste Match im Set geht an Bakalo. Er switcht, das kommt, Sagat kommt. Ist so, ja. Are you ready? Fight! Noch nicht Zagat spielen sein. Auf dem Turnier noch nicht, nein. In Casuals durchaus, auf dem Turnier nicht. Das war der Chun-Li Ambitious Cross-Up, der nicht Cross-Up trifft. Gegen Charaktere mit großen Hitboxen ist der sehr machbar. Zagat ist definitiv für das Ding anzusetzen. Wie sagt Hasanchu, so heißt der Move. Ah, Luigi, musst du die Sprache lernen? Du musst dir das so Spaß machen. Geil. Wie jetzt, deine Schwester hat früher schon viel besser gespielt? Warum ist sie nicht hier und rappt uns alle weg? Ja, ich weiß, dass sie hier war, aber warum ist sie jetzt nicht hier und gewinnt? Oh,
Look at the devil, hätten wir jetzt in Vanilla noch gesagt. Angry Scar. Ich bin gespannt. Jetzt tritt er im Zweifel an. Jetzt muss er super Passion spielen, wenn er das noch holen will. Oh! Super Punish on Reaction. Demolant aus dem Turnier draußen. Das hat Seltenheitswert. Demolant hat...